Natürlich, also das war ein sehr schweres Spiel für uns. Das war auch im Vorfeld zu erwarten. Wir wussten schon, dass die Mannschaft von Halle unheimlich enorm Laufpensum hat, dass die aggressiv spielen, nicht negativ gemeint, dass die wirklich sehr, sehr gerne in der Zweikämpfe gehen, dass die uns bekämpfen werden. Wir wussten, dass der Trainer hat uns darauf eingestellt, aber dass es so schlimm wird, hätte ich nicht gedacht. Und da waren Sachen dabei, die gehören einfach nicht zum Fußball nicht dazu. Aber ich wusste, das ist ein ganz schwieriges Spiel. Nur fast mit langen Bälle und ja, mit zu Hause von Alesters. Ganz schwer mit den Zuschauern, gute Stimmung, war ganz schwer. Zurückgelegt haben wir uns nicht. Wir haben aber gesagt, wir müssen auf mehr Ballbesitz spielen. In der ersten Halbzeit haben wir teilweise zu oft die Bälle verloren oder zu schnell. Und das wollten wir in einer in Überzahl mit einmal mehr besser machen. Ist uns aber nicht so gut gelungen. Platz 3 ja, nach 7 Spieltagen. Also das ist ja. Wir gucken jetzt Spiel für Spiel. Jetzt kommt der VfB und dafür bereiten wir uns vor. Wir haben eine kurze Regenerationszeit und die Fans können sich auf ein geiles Spiel freuen und wir werden wieder alles raushauen. Ja, und dann, dann kommt die rote Karte und also wir gehen in Führung, rote Karte für Gegner und dann nach der Seite wechseln ist ja so, dass psychologisch gesehen das ein Spiel für uns ist, was wir nur verlieren können, ja? Weil der Gegner hat nichts mehr zu verlieren und die können mit langen Bälle von hinten spielen, die können auch beim Standards durch die großen Leute, die sie in der Mannschaft haben, uns auch in Schwierigkeiten bringen. Und weil erste Halbzeit wie die zweite Halbzeit, ich glaube, wir haben 3 oder 4 super Chance gehabt. Und ja, erste Halbzeit, wenn wir führen, vielleicht 3-1, kein Sack irgendwas. Und zweite Halbzeit genauso. Und ich glaube, was fehlt heute, ist ein bisschen dem Kopf. Also die letzte Pass und so, dem Kopf. Wir haben immer diese Lücke gefunden, aber dieser letzte Pass hat gefehlt heute. Nein, bei uns gibt es keine Richtung. Wir haben immer gesagt, wir denken von Spiel zu Spiel. Wir sind eine Mannschaft, die sich eingeschworen hat. Wir sind ein gutes Kollektiv. Wir gehen jeder Aufgabe, versuchen wir von Woche zu Woche immer 100% anzugehen. Von uns wird es keine Statements geben, dass wir jetzt in Träume verfallen, sondern wir versuchen auf dem Boden zu bleiben, versuchen sachlich zu bleiben und versuchen uns von Woche zu Woche stetig weiterzuentwickeln. Ja, Saison ist ja noch lang, wissen Sie was? Also wir haben noch viel Zeit.